Wunderbar. Ah, wir haben ja noch ein Schwert gekriegt. Das gucken wir uns natürlich auch noch an, bevor wir zurückgehen. Und zwar hier die Klinge von Pale oder Pale. Weil das ist einfach ein normales Stahlschwert mit Blitzschaden. Also nichts Besonderes. Gut. Dann reiten wir mal zurück. Beziehungsweise machen wir eine Schnellreise. Und ja, ernennen dann unseren Begleiter hier gleich zum Vogt. Und die Vorteile des Vogts werden wir dann einfach sehen. Da muss ich das euch jetzt nicht vorher erklären. Wobei, ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt. Aber egal. So. Na, da ruft er wieder sein Pferd. Braucht er eigentlich nicht. Stell jetzt das hier sowieso hier ab. Ups. Jetzt ist wieder die Sache, wie stelle ich das jetzt hier perfekt in den Unterschlupf? Das Pferd zu navigieren ist ja nicht so einfach. So, jetzt, also das muss ich wieder hier so ein bisschen rein. Boah, hier rum. So, jetzt. Wunderbar. Gut, jetzt dreht sich selber um, wie es halt so will. So, du darfst dann absteigen da oben. Wunderbar. Weil ich glaube, ich kann ihn erst zum Vogt ernennen, wenn ein Bett für ihn verfügbar ist. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Egal, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Und ich glaube, normalerweise müsst ihr uns ansprechen. Oder wir ihn. Oder beides. Geht bei beide Möglichkeiten, glaube ich. Er spricht uns jetzt nicht an. Dann sprechen wir mal mit ihm, mit dem Gregor. Was gibt es, Tane? Ja, genau. Ich suche einen Vogt für mein Haus. Habt ihr Interesse? Es wäre mir eine Ehre, euer Vogt zu sein. Ihr habt da ein prächtiges Haus. Wunderbar. So, ja, dann sehen wir auch. Ich kann jetzt sagen, ich möchte am Haus gerne einige Veränderungen durchführen. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Und dann können wir jetzt hier zum Beispiel sagen, ja, besorgen uns eine Kutsche, ein Baden, ein Pferd für einen Kutscher, eine Kuh, ein Hühner. Das können wir machen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Was benötigt ihr, mein Tarn? Dann genauso können wir Baumaterial kaufen, dann müssen wir das nicht selber tun. Also das Holz, was wir ja geholt haben, das habt ihr ja gesehen. Das können wir in Zukunft ihm als Auftrag geben, dann müssen wir da nicht immer hin. Dann können wir noch Einrichtungen fürs Haus kaufen lassen. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Und dann können wir jetzt hier noch eine Einrichtung dazu holen. Ein kleines Haus, Einrichtung. Ich glaube, das macht zusätzlich dann noch ein bisschen Einrichtung. Das probieren wir mal aus, weil das weiß ich jetzt selber nicht. Weil im Prinzip haben wir jetzt ja hier innen alles schon gebaut. Und normalerweise, wenn ich jetzt ein kleines Haus die Einrichtung noch da mache, dann macht er, glaube ich, so Teppiche und so Zeug noch rein. Aber wir probieren es einfach aus. Kleines Haus, 1000 Goldstücke. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. So. Ja, genau, dann kann er hier eben noch zusätzliche Materialien wie Glas oder Stroh, beziehungsweise wir müssen erstmal fragen, woher kriegen wir das denn? Und fragen wir einfach mal. Kennt ihr Bellitors Laden in Weißlauf? Fragt da als erstes. Er hat solche Sachen in seinem Sortiment. Genau, und da sagt er auch schon, da kriegen wir es her. Und da haben wir auch schon Glas gekauft, falls ihr euch daran erinnert. So, genau, jetzt haben wir hier nämlich einen Teppich stehen, den hatten wir vorher nicht. Und hier auch, ja genau. Also das sind die Einrichtungen, jetzt sieht es halt noch ein bisschen schnieker aus. So, das Ding ist, er wird jetzt hier pennen, das heißt, wir werden hier mit ihm im selben Bett schlafen müssen. Nein, das wollen wir nicht. Und zwar, wir sind hier eine selbstständige Frau, wir möchten natürlich hier nicht mit irgendeinem Mann, selbst wenn es unser Huskal ist, der unser Leben verteidigt, möchten wir natürlich nicht das Bettchen teilen. Und deswegen würde ich sagen, geht es weiter mit dem Hausbau. Ich mache jetzt hier mal schnell eine Schnellspeichern. Und wer möchte expandieren, meine lieben Freunde? Wir möchten größer werden. Und wir möchten das Haus noch ein etwas größer machen. Und was kann man da als Bestes tun, wie einen Anbau tätigen, wenn es hier jetzt schon wieder dunkel wird und Nacht wird? Und zwar würde ich sagen, bauen wir doch einfach mal an. Das Häuschen ist einfach zu klein und deswegen gucken wir doch mal, was wir denn machen können. Gehen wir an den Zeichentisch. Beziehungsweise lesen uns doch erstmal schlau im Buch, was man denn da machen kann. Blenden wir mal weiter, das haben wir alles schon gelesen.
Vogt einstellen hier rechts, haben wir jetzt gerade gemacht. Und kleines Haus haben wir ja schon fertiggestellt. So, und da geht's weiter. Hauptraum. Ihr habt das Gefühl, dass euer kleines Haus nicht mehr ausreicht. Vielleicht rechnet ihr ja mit Zuwachs für eure Familie. Dann solltet ihr euer kleines Haus durch einen Hauptraum zu einem imposanten Herrenhaus erweitern. Ihr habt dann zwei Etagen mit Platz für zwei zusätzliche kleine Schlafzimmer, ein Hinterzimmer und einen großen Essbereich. Ja, wunderbar. Dann würde es nämlich so aussehen. Ihr seht es schon. Da wird nämlich das, was ihr jetzt so leicht gräulich vorn dran seht, ist nämlich das Haus, was wir schon haben. Ja, und dieses große Herrenhaus hinten dran, das wollen wir jetzt bauen. Und zwar wird dann dieses kleine Haus, was wir haben, wird dann zum Hauptraum oder wird dann zum Vorraum oder zum Eingangsbereich umgebaut. Und das dahinter wird dann zum Hauptraum. Und da gibt es jetzt hier noch Erweiterungen. Aber das machen wir noch nicht, weil wir können das ja noch weitermachen. Ihr merkt schon, das Haus kann man riesig bauen. Deswegen wird das Let's Play noch eine Weile gehen, liebe Freunde. Und es wird natürlich auch noch ein bisschen schöner werden, größer werden. Ihr habt vielleicht in der ersten Folge, habe ich euch ja mal gezeigt, wie ein Haus so ein bisschen aussehen könnte. Natürlich nur von außen. Ich wollte ja natürlich noch nicht zu viel spoilern. Und deswegen, ja, machen wir uns jetzt dran und ändern unser Häuschen hier zu einem Vorraum und fangen mal an, hier einen rosa Hauptraum hinten dran zu setzen. Es ist zwar schon etwas dunkel und ich weiß nicht, ob ihr noch was seht. Deswegen würde ich sagen, liegen wir jetzt halt doch mal ins Bettchen. Und ich hoffe mal, unser Freund lässt seine Griffel bei sich. Man weiß es ja nie, ne? Aber der wird dann schon einen dementsprechend lauten Drachenschrei ins Gesicht bekommen, wenn er uns hier zu nahe kommt. So, ja, schlafen wir wieder diese 12 Stunden. Und dann machen wir uns dran an den Hauptraum. Langes Leben euch, Tane. Ja, dir auch, Gregor, dir auch langes Leben für das, was du uns in Ruhe gelassen hast. So. Ja. Sind wir draußen. Ist immer noch ein bisschen schneeiges Wetter. Aber jetzt fangen wir mal an. Gehen wir hier an den Zeichentisch. Sonstiges. Ja. Eben hier können wir die Werkbank entfernen. Das habe ich auch mal in einer Folge gesagt, dass man die wegmachen kann, wenn man will. Aber ja, wir lassen sie jetzt erstmal noch stehen. Und zwar möchten wir jetzt einen Hauptraum machen. Möchten Sie diesen Gegenstand herstellen? Jawohl, ja. Und Hauptraum hinzugefügt. Das müsste jetzt auch wieder abgesteckt worden sein. Jawohl, das seht ihr schon, wie groß das Ganze werden wird. Also ihr merkt schon, es ist schon nochmal eine Ecke größer wie das Häuschen vorne dran. Das wird nochmal ein richtig großes Gebäude hinten dran. Da wird auch dieser Stamm dann weggenommen natürlich. Also da, das ist schon um mal eine Ecke größer, was wir da hinten dran bauen wollen. Dementsprechend werden wir aber auch viel mehr Materialien brauchen müssen. Wenn wir haben jetzt nochmal Holz gekauft. Wie viel haben wir denn noch? 54. Das sollte doch mal für den Anfang hoffentlich etwas genügen. Und jetzt gucken wir nochmal hier an der Zimmerwerksbank, was wir bauen können. Sonstiges, das ist ja wie immer das draußen. Jetzt müssen wir erstmal eine Tür bauen für den Hauptraum. Und da brauchen wir jetzt Eisenbeschläge. Holz haben wir schon, ein Schloss, Scharnier, Nägel haben wir auch noch, also Eisenbeschläge, Schloss und Scharnier. Dann bauen wir das doch jetzt einfach mal schnell. So, gehen wir Baumaterialien, Eisenbeschläge, Scharniere und ein Schloss. Wunderbar, haben wir hergestellt. Und die Zimmerwerksbank aus Hauptraumtür. Jawohl. Das nächste ist dann das Fundament. Da brauchen wir noch Bruchstein. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir es herkriegen. So, dann müsste jetzt hier hinten eine Tür sein. Genauso ist es auch. Kommen wir auch dann von hier rein? Oh, was ist jetzt los? Ui, wir fliegen. Kleiner Bug. Ja, dann können wir auch von hinten rein. Weil hier soll es ja jetzt dann hinten rausgehen. Dann gehen wir da jetzt auch mal rein. Und gucken uns das mal natürlich an. So, oh, jetzt stehe ich hier am Feuer. Oh, der kocht sogar für uns, das finde ich nett.
Ja, also hier kommen wir jetzt dann hinten raus. Jetzt gucken wir mal. Oh, jetzt gehe ich schon ins Bett. Ob man hier schon was umbauen kann? Nee. Weil, ihr könnt euch ja vorstellen. Weil das verrate ich euch noch nicht. Komm, scheiß drauf. Spannung. Ja, Bruchstein. Wir brauchen Bruchstein, habt ihr gesehen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir Bruchstein herbekommen. Und meistens gibt es immer in der Nähe irgendwo einen Bruchstein zum Abbauen. Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal hier die Gegend erkunden, ob es hier irgendwo Bruchstein gibt zum Abbauen. Das ist hier auf jeden Fall nichts zum Abbauen. Also man sieht, es ist eigentlich so ähnlich wie das Eisenerz oder so weiter. Nur es ist so leicht gräulich. Wir laufen mal jetzt mal hier so die Gegend ab, ob es hier irgendwie sowas in der Art gibt. Kann man ein bisschen so gucken. Hier ist ja das Ding, das haben wir ja schon abgebaut. Das ist aber auch nicht das, was wir jetzt brauchen. So, hier irgendwo. Ne, es sieht nicht so aus. So, also ich sehe hier noch keinen Bruchstein irgendwie. Oder seht ihr was? Ich sehe es nicht, vielleicht bin ich auch blind. Das ist Lehm hier. Lehm brauchen wir ja auch noch, oder hier? Ah, das ist der Steinbruch. Gerade hinten dran. Okay. Ja, und dann bauen wir das jetzt mal ab hier. Wir brauchen ja ein bisschen. Normalfall erschöpft sich das auch nicht, glaube ich. Das heißt, wir können einfach so lange bauen, wie wir halt brauchen. Wir müssen ja auf 30 kommen. Ich glaube, 10 hatten wir noch. Das heißt, wir müssen jetzt aber gucken, dass wir halt so über 20 kriegen. 8 haben wir jetzt. So, 12. Zähl extra mit. Jetzt gleich 16. Jawohl, und jetzt dann gleich die 20. Und dann können wir schon mal das Fundament bauen. So, Hammers, ich breche ab. Gucken wir nochmal zur Sicherheit ins Inventar natürlich. Ob wir das jetzt auch haben. Ich sortiere das mal. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht langsam voll werden. Langsam richtig viel Zeug eingesammelt. Ja, 47 haben wir jetzt. Ah, ich glaube, der hat es doppelt gemacht. Die Anzeige hat nur immer jedes zweite angezeigt. Man hat ja immer so ein, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, immer so ein Klack gemacht. Und dann hat man auch was gekriegt. Egal, haben wir ein bisschen mehr jetzt. Wir brauchen eh noch mehr als genug. In der Truhe hatten wir ja auch noch Zeug. Aber ich glaube, vom Ding haben wir nichts mehr gehabt. Bruchstein. Egal, jetzt bauen wir erstmal das Fundament. Für unser Hauptraum Fundament, jawohl. Und bauen wir gleich den Fußboden auch rein? Nein, machen wir nicht. Wir wollen das ja alles einzeln sehen. Und das sehen wir auch schon, das Fundament hier. Jetzt ist auch der Baumstamm weg. Das heißt, überfundamentiert oder so. Ihr seht schon, ach, das wird schon eine große Fläche. Schaut euch das mal an. Also das wird schon ein großes Haus, würde ich sagen, oder? Liebe Leute, eines Drachenblutes würdig. Das passt schon, das passt schon. So. Und, ja, machen wir weiter, machen den Fußboden rein. Für die Wandrahmen brauchen wir noch Nägel, die machen wir uns auch noch schnell. Die Wandrahmen mache ich nämlich auch noch gleich dann dazu zum Fußboden. Das müssen wir ja dann nicht alles immer extra zeigen. Und zwar brauchen wir Nägel. Da mache ich jetzt einfach mal 30 Stück. Weil die brauchen wir immer Nägel. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir davon mehr als genug brauchen werden. So, Haus. Bauen wir mal hier die Wandrahmen. So, ja, das bauen wir dann gleich. Ihr habt schon gesehen. Erster Stock. Ja, ihr seht schon, wow, das sind dann schon größere Dinger wie hier. Im Vorgebäude, also das wird jetzt hier schon nochmal hoch, soll ja zweistöckig hier werden, also Fußboden ist auch drin, also ihr seht schon, gehen wir hier in die First Person, das wird schon ein schönes, größeres Häuschen und selbst wenn wir das dann fertig haben, so viel kann ich euch verraten, es ist noch lange nicht fertig, das wird alles noch richtig, richtig groß und schön. So,